Freund, Zauber, du hast etwas, was ich haben will. Knochenläufer beschwören, Skelettschergen beschwören, Wasseratmung nehme ich auch mit. Was hast du noch? Betörende Berührung, okay. Na, Feuerschild brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das war's. Wir haben endlich mal Beschwörungszauber. Das wurde aber auch endlich mal Zeit. Verdammte Scheiße nochmal. So oft habe ich versucht, diese scheiß Beschwörung zu kriegen. Und jedes Mal hat das nicht geklappt. Beschworene Stiefel, beschworener Dolch, beschworener Helm, beschworener Langbogen. Damit können wir uns Pfeile zukünftig sparen. Wunderbar. Was ist das denn? Rausch, Schaden, Intelligenz. Flobis, Ohrwurm, Lärm. Ja, Lärm bringt ja nicht viel. Gift. 20 Punkte für eine Sekunde in 5 Fuß auf Ziel. Lähmung. Blitz. Ja, ich nehme auch Feuerbiss mit. Ist, glaube ich, eine mächtigere Magie, als wir die jetzt haben. Komm, nehmen wir den Blitz auch noch mit. Gift nehmen wir mit. Lähmung nehmen wir mit. Das nehmen wir auch noch mal mit. Die meisten Zauber werde ich eh nicht verwenden. Aber egal. Wir haben einfach das Geld. Das sollte man nutzen. Ach, hier, bei ihr kann man ja auch die eigene Zaubersprüche erstellen. Ja, auch das kann man. Man kann tatsächlich eigene Zaubersprüche erstellen. Du hast auch noch einen Zauber? Ja, ich weiß, ich habe dich gestört. Interessiert mich nicht. Gib mir, was ich will oder verpiss dich. So. Lebensenergie wiederherstellen. Nee, Krankheit anderer heilen brauchen wir nicht. Haben wir ja tatsächlich schon. Was interessant wäre, wäre die Pestheilung. Pestheilungszauber. Das wäre interessant. Dann könnten wir uns endlich dagegen wehren. Dann müsste ich nicht jedes Mal neu laden bei dieser blöden Schwarzherzfäule oder wie sie der ganze Scheiß nennt. Schwarzherzfäule oder Aschkrebs. Was wir in letzter Zeit ja laufend hatten, diese blöde Aschkrebs-Scheiße. Boah, das nervt auf Dauer, sag ich euch. Worum geht es denn? Das geht einen auf Dauer richtig auf den Keks. Aber so richtig. Hammer sind ja eigentlich nie verkehrt. Deswegen werde ich die eigentlich auch, glaube ich, behalten. Aber die Bücher können wir zum Beispiel mal abgeben an den Kaiserlichen. Der freut sich sowieso. 10, ja, guck mal, 10 Anwendungen. Also diese dürften sowieso sehr schnell verbraucht sein. Gut, die Reparaturzangen, das wird ein bisschen länger dauern. Die Reparaturzangen, finde ich übrigens, sind für Anfänger ziemlich gut. Für Anfänger sind die echt gut geeignet. Den Ring werde ich garantiert nicht verkaufen, weil der ist gar nicht so schlecht. Will ich euch mal sagen. Ich habe den zwar noch nie benutzt, aber er könnte ganz gut sein für uns. So, 430. Oh, der lehnt ab. Okay. 424, so. Ja. Ja. Bist du leider nicht drauf reingefallen. Das tut mir aber leid. Schade. So, das ist die Magiergilde. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte zur Kriegergilde. Bestimmt geht die Tante auch gleich auf mich los. Genauso wie der Ork vorhin. Dummes Pack. Wusste ich's doch. Ihr seid aufgestiegen, Viper. Ihr seid nun Wächter. Auf der Straße erzählt man sich, dass ihr Messeios Schoßhündchen geworden seid. Und dass er euch schickt, damit ihr mich töten werdet. Ich fürchte, dass ich das nicht zulassen kann. Ihr wart schon immer eine Enttäuschung. Ist das so? Wehr dich, Weib! Los! Wehr dich! Oder stirb in Schande! Oh, stirb! Stirb! Schrei! Ihr werdet hier und jetzt sterben! Nein, werde ich nicht. Stirb! Was? War ich nicht. War was? Komisch, im Kampf bin ich irgendwie ein ganz anderer. Kommt das nur? So, die Alte ist auch erledigt. Guck mal, einen Hammer haben wir schon mal verbraucht. Und wir sind so... Bitte. Schmiedehammer auf... Schmiede-Dings auf 50. Aufsteigen können wir auch. Geil. Moment, was hast du gesagt? Ach so. Nichts Wichtiges. Zwergenstreikolben hat sie also gehabt. Aha. Ja, dass sie eine Knochenrüstung hat, das war mir schon klar. Aber es hat sie auch nicht gerettet. Ach ja. Zahlmann schön. So.
Zwei Arschlöcher beseitigt. Mir gefällt, was ich sehe. Oh, ihr seid doch alle pervers, ihr Rotwartner. Das ist ja furchtbar. So. Wie sieht's aus, alter Jung? Wir haben bereits über die Probleme mit Aedes Feuerauge gesprochen und über die mit den komischen Ork. Sagt mir, was ihr deswegen getan habt. Nun, da Aedes Feuerauge und Lorbumol Gro schieß mich tot ist, müsst ihr noch mit Sjoying Hartherz kämpfen. Er ist wahrscheinlich der Gildenmeister. Die Kriegergilde ist ohne ihn besser dran. Ja, definitiv. Lasst euch nicht durch euer schlechtes Gewissen beunruhigen. Ihr habt das Richtige getan. Ja, ist auch so. Die beiden waren korrupt, also mussten sie dafür auch bezahlen. Gut. Gildenmeister. Früher war ich der Gildenmeister. Diese Stellung hat nun Zweiging Hartherz inne. Unter ihnen hat die Kriegergilde einige fragwürdige Wege eingeschlagen. Er hat zu viele Anhänger in oberen Positionen. Und ich kann von hier nicht viel tun, um die Kriegergilde auf den rechten Pfad zu halten. Ihr könnt mir vertrauen. Ihr könnt Rundi Sadrith Mora vertrauen. Ihn hat Sjoring noch nicht in der Tasche. Eisenschlüssel dem Inventar hinzugefügt. Es bedarf noch eines weiteren Schrittes, um die Kriegergilde von der Korruption zu befreien. Ihr müsst Gildenmeister Sjoring Hartherz töten. Nehmt diesen Schlüssel, Reaper, der euch meine Privatgemächer öffnet. In den Kisten findet ihr zwei meiner alten Rüstungen, die euch vielleicht im Kampf mit Hartherz helfen werden. Trotz seiner Fehler ist er einer der besten Krieger Wartenfels, also seid vorsichtig. Er wird sich wahrscheinlich in der Kriegergilde Vivik aufhalten und er wird euch erwarten. Ja, das glaube ich auch. Da gibt er mir echt seinen Schlüssel zu den Privatgemächern, ey. Aha, das ist also sein Privatgemach. Die dritte Tür. Axt auf 99 Punkte. Wie geil ist das denn? Nicht mehr lange und die Axt ist... Also die Axt ist sowieso schon unser mächtigstes Skill. Aber nicht mehr lange und die Axt ist so hoch. Der hat eine Vulkanglasrüstung. Mich am Arsch. Der hat eine Vulkanglasrüstung. Und eine Orkrüstung. Der hat eine Vulkanglasrüstung. Alter, Junge. Der hat eine Vulkan... Guckt euch die Rüstung an. Wir hatten vorher knapp 28. Jetzt haben wir 110. Das ist, glaube ich, die beste, leichte Rüstung des Spiels. Alter! Leck mich am Arsch! Woher hast du so eine geile Rüstung, Mann? So, erstmal steigen wir auf. Alter, Intelligenz 3. Charisma 2. Willenskraft wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, Stufe 31 und eine neue Rüstung. Alter, leck mich am Arsch. Woher hat der Kerl bitte eine Vulkanglasrüstung? Und die ist fast komplett. Da fehlt nicht mehr... Ach, da ist der Nord. Die ist fast komplett, da fehlt nicht mehr viel. Redoranischer Wächterschild, okay. Ja, also ich würde mal sagen, unsere Nordrüstung können wir ihnen jetzt verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr. Dadurch, dass wir jetzt diese Vulkanglasrüstung haben. Alter. Ja, das war klar. Ja, das war auch klar. Das war auch klar. So, dann machen wir es halt so. Alter. Fette Vulkanglasrüstung. Woher hast du... Es wäre mir ein Vergnügen. Bitte eine Vulkanglasrüstung, Mann. Alter Junge. Ich grüße euch vielmals. Ja, ich grüße dich zurück. Alter. Der hat echt mal eben so... Ja, ich hab mal eine Vulkanglasrüstung, ne? Die habe ich irgendwo gefunden. Gut, die Schergen kann ich schon mal nicht beschwören. Das war klar. Damit habe ich irgendwo gerechnet. Genauso wie den Knochenläufer. Weil dafür ist die Beschwörung einfach noch zu gering. Aber wir können immerhin schon mal einen Dolch und einen Langbogen beschwören. Gut, Langbogen würde jetzt nicht so viel bringen. Aber dann können wir die Schützenfähigkeit ohne schlechten Gewissen skillen. Wie kann ich euch helfen? Und dabei skillen wir nebenbei noch die Beschwörung. Also schlagen wir damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
Wenn man so will. Und jetzt müssen wir erstmal wieder diese Portaltante finden. Da ist sie. Pff, Alter, was für eine Aufnahme. So, ich will nach Vivek. Ich will jetzt diesen Pisser vom Gildenmeister die Fresse polieren. Und zwar so sehr, dass es sich davon nie wieder erholen wird. Ich bin mal gespannt, was das für ein mächtiger Krieger ist. Er ist nicht so mächtig wie wir. Viper ist mächtiger. Hoffe ich zumindest. Er müsste aber eigentlich mächtiger sein. Handeln. Ja, nee. Schon recht. Nur für die unseren Gunstelelf. Ja, Lars. Gunstelelf. Klar. Super. Hier ist noch ein exklusiver Konzentrationstrank. Habe ich die Kisten hier übersehen? Anscheinend. Entweder übersehen oder komplett ignoriert. Eins von beiden. Ich finde ja übrigens, solche Kisten sind eine hervorragende Anfangshilfe. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Da habe ich echt nur die eine Kiste vergessen. Oder was? Ja, die Khajiit, die mögen Mondzucker. Das wissen wir ja mittlerweile. Die sind ja auch die einzigen, die uns das abkaufen. Worum geht es denn? Schmied. Nein, ich will zur Kriegergilde. Ich will endlich diesen Hartherz kriegen. Womit habe ich denn diese Ehre verdient? Wir brauchen nur noch Hartherz erledigen. Nachdem wir seinen Ork-Kumpel erledigt haben. Alter Schwede. Was ich immer noch abfeiere, dass ich den geschlagen habe. Noch hier irgendwas. Eisendurchmischtaktiken. Da kommen wir leider nicht ran. Da ist noch ein Schmiedehammer. Da ist eine Zange. Da steht er direkt. Und er grüße euch, Freund. Der hat eine dicke Stahlrüstung. Soll ich ihn jetzt direkt angreifen? Beförderung. Oder soll ich den einfach direkt angreifen? Wir haben neue Verbündete und die Zukunft sieht rosig aus. Ihr könnt diese Zukunft mit mir teilen. Was hast du vor, Arschloch? Ich vertraue euch, Viper. Deshalb verrate ich euch, dass ich ein Bündnis mit der Carmona Tong eingegangen bin. Diese Jungs aus dem Ort haben Muskeln und Verstand. Die Diebesgilde hat gegen sie keine Chance, aber sie stören trotzdem die Geschäfte. Es ist Zeit für eine Veränderung im Badenfell und ihr könnt diese Veränderung herbeiführen. Ich möchte, dass ihr die Anführer der Diebesgilde getötet. Ich denke nicht dran. Ich denke nicht dran. Den einzigen, den ich hier töten werde, bist du. Dich werde ich töten. Das Problem ist jetzt halt nur, dass ich glaube, genau das habe ich mir gedacht. Wenn ich ihn angreife, greifen mich die anderen alle an. Alle und sofort. Ich grüße euch, Freund. Um die Kriegergilde von Korruption zu befreien, genau. Kriegergilde. Ich weigere mich, die zu töten. Spotten. Ihr seid erbärmlich. So viel zum Thema Freund, ne? Es hat sich schnell erledigt. Wir sind in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Irgendwas habe ich vergessen. Ich werde nochmal mit den Anführer in Aldrun sprechen. Ja, anscheinend nicht. Rüstung. Ein Geschenk eines kaiserlichen Legionärs, der einmal hier stationiert war. Er war fälschlicherweise des Mordes angeklagt. Mir gelang es, die Wahrheit herauszufinden und ihn zu befreien. Die Vulkanglasrüstung war ebenfalls ein Geschenk von Athyn Sareti von Haus Redoran. Er ließ sie für mich anfertigen, nachdem ich die Kriegergilde eingeschaltet hatte. Um die pestkranken Kreaturen unter Kontrolle zu bekommen, die damals im Jahr 24 beinahe Margan zerstört hätten. Okay. Was? Unbedingt euch einsetzen. Ich werde euch wissen lassen, wenn ihr welche haben. Okay. Aber es hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ich verstehe nur halt nicht,
Bitte sprecht. Dass er mich nicht direkt angreift, so wie es der Ork getan hat und so wie es die Alte getan hat. Ihr habt mich als eure Gesellschaft gewählt. Ihr ehrt mich. Du bist ein Lügner, Kollege. Du bist ein verdammter Lügner. Beförderung. Befehle. Ihr werdet eines Tages ein guter Gildenmeister sein. Doch bei all dieser Unruhe in Cyrodiil brauchen wir Verbündete, um sicherzustellen. Unruhe in Cyrodiil? War nie ein starker Kaiser. Nun erliegt er dem Alter und seinen Krankheiten. Der Tod eines Feiglings. Man sagt, Osato treffe alle wichtigen Entscheidungen und Uriels Erben seien Daedra oder Gestaltwandler, die von Yagatan angeschmuggelt wurden. Einige der Generäle in der Legion haben ein Auge auf Uriel Septim, das andere auf den Thron gerichtet. In Zeiten wie diesen werden nur die kaiserlichen Gilden überleben, die starke Verbündete haben. Aha. Ich werde mal 5000 Draken. Alter. Dafür kriegt man 5000 Draken von dem. Ich grüße euch. Ich will den aber zum Kampf herausfordern. Ich will mit ihm kämpfen. Wieso geht das nicht? Ich will, dass du kämpfst, du Sau. Das war jetzt 3 Spots. Mal sehen, wie lange das geht. Das waren 4 Spots. So, wir haben ihn jetzt 4-mal verspottet. Er muss doch gleich mal angreifen. Euch sollte mal jemand Manieren beibringen. Das reicht! Endlich! Wie fühlt es sich an, wenn der Tod naht? Das frage ich dich, mein Freund. Denn jetzt wirst du sterben. Das schwöre ich dir, du elendige Mistsau, auf die Knie, du Pisser! So! So viel mal dazu. Das war die Rache einer Schlange. Was? Gut, und die Axt ist jetzt auf 100. Wunderbar. Können wir überhaupt alles mitnehmen? Oh, gerade so, ey. Alter, gerade so. Ja, ich würde mal sagen, die Kriegergilde ist durch, ne? Würde ich mal sagen. Das war's. Der ehemalige Gildenmeister, er ist tot. Ohne Rüstung ist auf 11 gestiegen. Oh. So viel zum stärksten Krieger von Morrowind. Er hat so auf die Fresse gekriegt. Er ist nicht mehr aufgestanden. Ja. Der sogenannte stärkste Krieger von Morrowind, ne? So derart auf die Fresse gekriegt, aber Feierabend. Wenn ich etwas für euch tun kann, so wäre mir das eine Freude. Eine kleine Schleimerin. So, Rückkehr. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Ey. Danke. Ihr habt die Kriegergilde von Sioring Hartherz und seinen Verbündeten von der Kamonaton gerettet. Wie versprochen erinnere ich euch somit zum neuen Gildenmeister. Mein Glückwunsch, Meister Viper. Tja, wir sind durch mit der Kriegergilde. Meister! Ja, die zweite Fraktion ist fertig. Hervorragend. Sehr schön. Ihr scheint mir gute Gesellschaft. Wir nehmen noch nicht mal 2 Stunden auf, wollte ich nur mal sagen. Alter. Tja. Dann würde ich mal sagen, schließen wir uns einer neuen Fraktion an, wa? Wir haben es geschafft. Sehr geil. Und die wir Axt ist auf 100. Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Sehr, sehr geil. Festigen stumpfe Waffe. Okay. Ist das geil. Ja. Wir sind Gildenmeister, ne? Was kann ich für euch tun, Meister? Ihr seid der Gildenmeister. Einen höheren Rang gibt es nicht. Nicht? Gut, gut. Schade.
Hat nichts verbrochen. Es gab keinen Grund, sie zu töten. Nee, das sah ich auch so. Das habe ich auch so gesehen. Dies ist eine wundersame Begegnung. Willkommen. Vielleicht hätte ich zu ihm gehen sollen und den Tod verhindern können. Na, ist egal. In Ordnung, aber fast durch kurz. Ja, die Redoran-Wachen sind uns nicht gerade freundlich gesonnen, obwohl das hat so ein bisschen doch tatsächlich Ihr dürft sprechen. Ja, so ein bisschen hat es zugenommen. Tatsächlich. Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, ich werde auch tatsächlich mich diesmal zwei Fraktionen anschließen. Ja, ihr hört richtig. Zwei Fraktionen, nicht nur eine. Kannst du mal deinen Arsch bitte zur Seite bewegen? Das wäre sehr nett von dir. Wie kann ich euch helfen? Indem du deinen Arsch zur Seite bewegst. Mein Gott, nochmal. Dann warten wir eben eine Stunde. So, ist der Typ steht da immer noch. Alter, bist du eine Salzsäule oder was? Geh da weg. Danke. Mein Gott nochmal. Schwer von KP, wa? Meine Güte. So. Reisen. Wir wollen nach Balmora. Wie kann ich euch helfen? Du kannst mir erstmal gar nicht helfen. Ihr sucht das Abenteuer nicht. Oh yeah, ich such das Abenteuer, Baby. Woher weißt du das denn nochmal? Ich weiß was. Ich glaube, wenn meine Freundin das sieht, ich glaube, die killt mich. Nein, hoffentlich nicht. Hallo, Schatz. Nein, die guckt nicht zu. Das weiß ich. Also sie hatte mir das mal geschrieben, ich hatte sie mal gefragt und sie hat gesagt, sie kann Morrowind nicht mehr sehen. Das hat der Rimni in ähnlicher Form gesagt. Dass er Morrowind nicht mehr sehen kann. Was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen kann. Aber gut, es ist seine Entscheidung und ihre auch. Also die von meiner Freundin und von ihm. Wenn die beiden das nicht gucken wollen, dann ist es ihre Sache. Aber die verpassen das. Ich höre. Wie ich finde. Oh, wenn ich will, der hat schon, ne? Ich würde mich nämlich als nächstes tatsächlich der Magiergilde anschließen. Ich weiß, jetzt werden manche sagen, es war so klar. Dass er das machen wird. Ja, das werde ich machen. Und ich werde mich tatsächlich dem kaiserlichen Kult anschließen. Erstmal. Bevor ich mich dem Tempel anschließe, erstmal den kaiserlichen Kult. Wie man sieht, der Bogen frisst auch nicht sehr viele Magiepunkte. Und wir scheitern ziemlich oft. Das kennen wir ja schon von der Veränderung. Ja, das dürfte ein langes Training mit der Beschwörung werden. Scheiße. Sieht schon irgendwie interessant aus mit der Vulkanglasrüstung. Es klappt einfach nicht. Könnte auch einfach daran liegen, weil wir momentan keine Ausdauer haben. Also unsere gesamte Ausdauer verbraucht haben, so meine ich das. Gute Viper hat doch natürlich Ausdauer, hallo? So. Aber wir wollen jetzt erstmal nach Sedanin gehen, tatsächlich. Die Axt können wir ja komplett weglegen. Die Skillfertigkeit, die ist einfach auf 100. Mehr passiert jetzt nicht mehr. Im Notfall, sage ich mal so, wenn ich so einen Beschwörungszauber habe. Und es hat geklappt. Wir haben einen Bogen, aber keine Pfeile. Scheiße. Okay, so viel dazu. Dann nehmen wir eben den Dolch. So. Dann können wir ja auch unsere Ebenerzklinge ablegen, weil die ist ja eine Kurzwaffe, soweit ich weiß. Ja, ist sie auch. Wobei, ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir die doch noch bei uns haben. Ist ja jetzt blöd gelaufen, ne? Scheiße. Ich habe gedacht, das würde ohne Pfeile gehen. Nö, es geht leider nicht. Ihr könnt diesen Zauber nicht erneut anwenden, solange er noch aktiv ist. Auch das ändert sich tatsächlich. Also das haben sie so ein bisschen verändert. Also später in Oblivion, beziehungsweise in Skyrim ist es so, man kann eine Waffe beschwören, man kann sie wieder einstecken, dadurch verschwindet sie wieder vorzeitig. Und man kann die Magie dann immer wieder neu wirken. Ja, wir sind mit der Kriegergilde durch. Wisst ihr Bescheid? Also wir sind jetzt schon mal Großmeister des Hauses Lalu und gleichzeitig Gildenmeister...
des Hauses von... Nicht des Hauses, sondern der Kriegergilde. Wir haben schon ein bisschen was erreicht, tatsächlich. Aber reicht uns das schon? Nein. Hört mal. Und die Beschwörung ist auf 7. Sehr schön. Wunderbar. Das Schöne ist nämlich jetzt, je höher wir die Beschwörung jetzt kriegen, desto höher, besser werden die Chancen für einen Erfolg. Und nebenbei werden auch andere Beschwörungszauber, wie zum Beispiel die Skelettbeschwörung, langsam anfangen dann zu sagen, ja, jetzt so langsam ab einem gewissen Punkt kann man es mal versuchen. Vor allen Dingen, da es dann auch von der Magie her reicht. Und die Akrobatik auf 75, Alter. Ist heftig, ne? Wie gesagt, wir werden aber erstmal nach Sedanin gehen, bevor wir nach Ebenherz gehen. Beziehungsweise ich werde, glaube ich, vorher nach Ebenherz gehen und dann nach Sedanin. Weil ich werde in... Oh, guck mal, die Kurzwaffe ist auch schon auf 95. Alter, Kurzwaffe ist auch schon auf 95. Scheiße. Ich würde sagen, wir brauchen dringend eine neue Waffe. Scheiße. Ups. Gut, also wir können eigentlich beide Waffen fast ablegen. Weil Dolch können wir auch herbeizaubern. Also so wichtig ist er jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt eine Ebenerzklinge bei uns haben müssen. Dadurch sparen wir auch Gewicht tatsächlich. Spart gutes Gewicht und wir sparen uns künftig auch Reparaturen. Ich glaube nämlich, dass wir beschwörte Waffen nicht wirklich reparieren können. Das wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn wir herbeigebeschworene Waffen auch noch reparieren könnten. Schlappkrabbe! Tot. Ah, so macht das Spiel Spaß. Sogar noch mehr als sonst. Das ist echt eine geile Aufnahme, muss ich echt sagen. Wahnsinn, was wir jetzt schon alles geschafft haben. Gut, dass eben halt mit der Statue ist jetzt so ein bisschen blöd gelaufen. Wo wir interessanterweise jemanden von der Kaiserlichen Legion befreit haben, wo ich immer noch nicht weiß, wie und warum und überhaupt. Aber okay, wir haben den jetzt einfach mal befreit. Passt schon. Ich finde das immer so geil, wenn die auseinanderfallen. Jetzt bin ich übrigens nicht mit alleine. Der L mag das auch. Wenn die auseinanderfallen. Es hört sich jetzt so ein bisschen sadistisch an. Er mag das auch, wenn die auseinanderfallen. Vor allem erst sage ich noch, ich will zuerst nach Ebenherz und dann nach Sedanin. Jetzt mache ich es wieder genau umgekehrt. Das ist egal. Aber wir haben endlich alle Zauberschulen zusammen, fällt mir gerade ein. Wir haben endlich von allen Schulen mindestens einen Zauber. Ja gut, hatten wir vorher auch schon, aber jetzt können wir auch die Beschwörung aktiv einsetzen. Ja, wie gesagt, das mit der Kaiserlichen vom Zensus und Steueramt, das ärgert einen so ein bisschen, weil ich glaube, man hätte ihren Tod auch verhindern können. Aber hey, man erschlägt ja nicht jeden Tag eine Wache für 40 Draken und danach die alte. Das war echt schon ein alter Spiel. Das war echt schon ein harter Tobak. So, rein mit uns. Die Axt, die können wir nicht reinlegen. Toll. Ich will die Axt aber reinlegen. Gegenstand ist zu groß. Ja, ist ja gut. Gegenstand ist zu groß. Leck mich. Gegenstand ist nicht so groß. Behälter ist nur zu klein. So. Dann lege ich das mal kurz zur Seite. Dann lege ich das eben halt auf den Tisch. So. Bildschön. Ich glaube, die Axt ändert sich auch nicht vom Stil her. Ich glaube, die bleibt genauso, wie sie ist. Auch in Skyrim. Also gut, sie wird ein bisschen modifiziert grafisch, klar, aber ich glaube ansonsten von der Form her und so bleibt sie tatsächlich genauso. Kann ich euch irgendwie... Gut, und die Form der Ebenherzklinge, die ändert sich tatsächlich. Also da ändert sich ein bisschen was. Vor allem, boah, da sparen wir an Gewicht dadurch. Was wünscht ihr? Brauche ich quasi nur noch Rücksicht auf die Hammer nehmen für die Rüstung. Bei der Rüstung, da müssen wir halt noch ein bisschen aufpassen, aber ansonsten... Den Ring werde ich auch tatsächlich für Notfälle noch bei mir behalten. Den können wir vielleicht noch gebrauchen. Komm, die Smaragd und den Rubin weg damit. Auch das hier weg damit. Ach ja, richtig. Die Besitzerin von den Dings wollten wir ja auch noch aufsuchen. Hier, die Tante, die mit der Schale hier. Die wollten wir auch noch aufsuchen. Die lebt ja in der Nähe von Vivek. Machen wir auch noch. So. Dann haben wir das auch schon mal abgelegt, den Scheiß. So, und dann würde ich sagen, brechen wir jetzt direkt nach Ebenherz auf, um uns den kaiserlichen Kult anzuschließen, die ersten kaiserlichen Fraktionen. Und ja, keine Sorge, die kaiserliche Legion kommt auch noch. Keine Sorge, die machen wir auch noch. Ich glaube auch, ich werde nicht alle Gilden machen.
Weil es gibt so viele Fraktionen, denen man sich anschließen kann. So viele. Man kann sich nach dem Tempel anschließen, den kaiserlichen Kult. Gut, bei der Diebesgilde dürfte es jetzt ein bisschen schwieriger werden. Den Morakton kann man sich zum Beispiel auch anschließen, für diejenigen, die es nicht wissen. Es gibt ja immer eine Assassinen-Gilde. Also in den späteren Teilen ist es die Dunkle Bruderschaft. Hier in Morrowind ist es noch die Morakton. Das sind quasi Konkurrenten. Während die Dunkle Bruderschaft nämlich heimlich mordet, ist die Morakton eher im Namen des... Ja, nicht im Namen des Kaisers unterwegs, aber die morden auf legale Art und Weise. Also die haben immer so eine Art Auftrag dabei. Und wenn dann für jemanden dann Exekutionsbefehl dann vorliegt, geben sie den Auftragnehmer dann halt. Der nimmt ihn dann auch mit, bringt eben halt diese besagte Person um. So, dann wird erstmal das Kopfgeld verhängt wegen Mordes. Und wenn dann dieser Auftragnehmer dann den Wachen dann tatsächlich den Vertrag vorlegt und sagt, nee, Moment, ich habe hier einen Auftrag von der und der Gilde, das ist alles legitim, dann ist das tatsächlich legal. Also ich habe mich den tatsächlich mal angeschlossen gehabt, also jetzt nicht hier, sondern damals war das. Hab für die gespielt, ich habe auch für die, glaube ich, ein paar Morde gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die durchgespielt habe, ich glaube aber eigentlich nicht. Und da war es dann tatsächlich so, wenn die kaiserlichen Wachen auf mich zukamen und dann gesagt haben, hier, du hast gemordet, zahle oder geh ins Gefängnis, dass ich dann zu denen gesagt habe, so, hier, ich habe einen Auftrag vorliegen, dass sie dann gesagt haben, ach so, ja, dann ist ja alles in Ordnung. So, ja, schönen Tag noch. Wo ich dann zuerst so gedacht habe, so, ja, okay, gut, kann man auch mal machen, kein Thema. Muss man zwar jetzt nicht unbedingt, aber kein Thema, klar. Macht ja jeder mal, ne? So ein Gelegenheits... Ernsthaft. Man kann eine beschworene Waffe reparieren? Wie kaputt ist... Nein, ist egal. Bleib in Bewegung. Ja, ich bin in Bewegung. Mehr als du, mein Freund. Du mit deiner fetten Panzerung. Ich habe übrigens einen deiner Kollegen umgebracht. Ja. Ja? Hast du das? Ja, hab ich. Und stell dir vor, ich hatte nicht mal ein schlechtes Gewissen. Gut, bei der Wache nicht, aber bei der Zivilistin hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber hey, ein bisschen Schwund ist ja immer. So, jetzt gehen wir hier durch. Passenderweise ist jetzt auch die Waffe verschwunden. Das macht nichts. Ich brauche jetzt die... Nicht die Rückkehr, sondern markieren. Kaiserliche Kapelle. Kommt gerne wieder. Ihr findet mich hier. Ihr findet mich hier. Willkommen. Kann ich euch etwas über den kaiserlichen Kult erzählen? Wir laden euch ein, Laienmitglied zu werden.